Hallo. Hallo ihr Lieben, wir machen heute ein kleineres Kärtchen. Ich weiß, es sind momentan viele Karten, aber in diesem Marathon schaffe ich keine größeren Projekte wie Alben oder sowas. Ich habe mir schon was zurechtgeschnitten und auch schon was zurechtgelegt. Ihr wisst, ich habe eine Idee im Kopf, ob es was wird. Keine Ahnung. Aber manchmal findet ihr Sachen schöner als ich, wie die Karte gestern, wo ich ganz viele Komplimente von euch bekommen habe, wo ich mir dann denke, ja, Geschmack geht dann doch so manchmal. Aber gut, da freue ich mich natürlich, wenn es dann euch dennoch gefällt, wo ich dann schon wieder sage, das war vielleicht nicht so gut. Aber okay, Kartenrolling ist diesmal klein, ne? Und so gehalten. Maße schreibe ich euch unten rein. Aber so viel ist es 12x12. Oh. Und Designerpapier ist schon mal in der Variante, wie ich mir das ungefähr vorstelle, nämlich mit Sternen. So. Die beiden habe ich mir rausgesucht. Einmal Sternentanz und feine Sterne. Wir schauen mal. Ich will embossen mit dem Designerpapier. Und zwar das Versamark. Und jetzt brauche ich einen Stempelblock. Und ich habe mich natürlich noch nicht entschieden, welche ich nehmen möchte. Entweder den oder den. Sind beide sehr schön. Kommt einer in die Mitte und dann vielleicht noch ein bisschen was außenrum. Ich würde fast diesen nehmen. Davon könnte man eigentlich diese vielen kleinen dann noch benutzen und die vielleicht irgendwo noch in die Ecke drücken. Wir gucken mal. Aber erstmal diesen schönen großen Stern. So, draufgezogen und jetzt darf ich mein Säckchen wieder nicht vergessen. Mache ich ja so gerne, ne, dass ich den nicht benutze. Einmal in die Mitte. So, ich hoffe, ich kann den Rest dann wegrubbeln, aber eigentlich schon. Und dann mit Versamark. Einmal drüber. Ja. Schauen wir mal. Klopf, klopf. Sieht schon mal ganz gut aus. Und jetzt eine Runde föhnen. Habe ich überhaupt gesagt, mit was ich embosse? Mit Silber. Das habe ich ganz vergessen. So sieht das schon mal aus. Schon mal ganz schön. Und ich habe hier gedacht, mit denen gehe ich dran. Aber ich denke, ich werde den großen nehmen und den nur hier so ein bisschen drüber gucken lassen. Oder noch anders. Ich habe mir den jetzt draufgezogen. Ich werde dieses Stück nehmen, wo hier, seht ihr das, wo hier dieser Stern ist, und den nur bis hier ungefähr mit Versamark bedecken und das dann hier aufbringen und dann an der anderen Seite quasi wieder rauskommen. Ich decke mir das jetzt ab. Sicher ist sicher. So, und dann gehe ich hier mit dem Versamark dran. Jetzt ist das Papier natürlich schon gewellt, ne? Wünscht mir Glück. Einmal hier so hin, dachte ich. Oh mein Gott, wenn das jetzt schief geht. Aber es sieht gut aus. So, und jetzt die andere Seite. Quasi dieses Stück hier. Ich lasse jetzt quasi diesen Bogen raus und komme jetzt hier raus. Schaut mal, das hat doch gut funktioniert. Na Mensch, hätte ich ja nicht gedacht. Schön, das ist gut. So. Jetzt habe ich natürlich Hoffnung, dass der Rest auch noch funktioniert, aber na, auf den letzten Metern, dann kriege ich nicht die Kurve. Theoretisch könnte man das jetzt schon aufkleben, da ich den Rest nur noch drauf stapel, wenn ich mich jetzt nicht im Kopf vertue. Klebt. Ja, jetzt können wir mal gucken auf der Stanze. Die kleinste dürfte passen. Wir schauen mal. Ja, ich habe euch das Knistern mal erspart. Ja, und jetzt nehme ich die kleinste mal raus. Jawohl! Super, die passt grandios. Jetzt ist die Frage, in welcher Farbe? Jetzt kommen noch Sterne dazu, weil ich es ja ein bisschen dünn, ne? Kann man so lassen, aber ist ein bisschen dünn. Hier sind ja Sterne mit dabei. Und die wollte ich mir stempeln und ausschneiden und dort noch, ja, stapeln, wie ich immer so gern sage. Ich weiß nur nicht, in welcher Farbe. Jetzt nochmal embossen wird eventuell zu viel. Aber ich würde ja gern so in dem Farbschema bleiben. So blau, grau, weiß. Muss ich mal gucken. So, ich habe jetzt mir nur drei Sterne gestempelt und ausgeschnitten. Einmal in so einem dunkelblauen, zwei kleinen, in so einem hellen Blau. Ich hoffe, das reicht. Und habe mir jetzt überlegt, ich werde das Weiße nehmen. Und dann kommen endlich mal die hier zum Einsatz. Die habe ich nur wirklich schon sehr lange, so Glitzer-Washi-Tapes und werde die da drunter packen.
Aber ich muss ja erstmal noch einen Spruch draus stempeln. Ich habe jetzt hier ganz normal herzlichen Glückwunsch. Da kann ich die Karte quasi dann für alles benutzen und werde das in. Ich stempel das jetzt einfach mal in schwarz. Hat sie gemacht. Ja. Und jetzt kommt das Ganze hier drauf. Hier unten wollte ich das ungefähr haben. Hier könnte man ja vielleicht noch ein paar Sterne stempeln oder ein paar Herzen oder man klebt da noch was drauf. Na eben, man könnte ja da eigentlich noch einen Stern drauf kleben. Wir machen das. Wir machen das, wir machen das. Also, Washi-Tape. Wie hatte ich es mir jetzt gedacht? Erst dieses. Und auch nicht so schön am Ende eigentlich. Muss nur gucken, wohin. Hier so. Haut das ungefähr hin. Das ist auch echt schlimm, ne? Das klebt nicht sofort. Ist zwar ganz hübsch, aber oh, es macht mich wahnsinnig. So, jetzt bleibt kleben. Dann reiße ich einfach mal hier ab. Und dann dieses gestreifte Blaue, weil die Farben passen zusammen. Kommt hier drüber. Dann soll das da drauf. Mache ich höher. Könnte gut aussehen. So, das ist doch schon mal ganz gut. Könnte man so lassen. Jetzt schauen wir mal, wo wir noch die restlichen Sterne anbringen. Eigentlich wollte ich vielleicht auch noch ein bisschen Silberfaden mit reinbringen, aber ich glaube, da müssen wir gucken, ob das überhaupt schön aussieht. Ne? Diese Metallic-Garn wollte ich eventuell noch mit einfummeln. Also ich habe mir ein bisschen Metallic-Faden um die Finger gewickelt und, oh Gott, geh weg. Und versuche den jetzt mal hier an diesen dran zu kleben. An den Stern. Ich finde immer nicht, wo ist der Anfang? Hier. Kleben wir das hier drauf. So. So war das ungefähr gedacht. Und das kommt dann hier so drauf. Das ist ganz okay. Und jetzt bringe ich mal noch die kleinen Sterne hier mit auf. Machen wir hier mal ein. So. Und der andere kommt hier oben hin. Kommen wir zur Verzierung. Ich habe schon mal angefangen. Ich stehe zurzeit wieder voll auf Pailletten. Ich habe mir blaue Pailletten rausgesucht und möchte die jetzt so, wie sie jetzt gerade sind, festkleben. Und dann schaue ich mal, ob ich vielleicht noch mit Nuvos rangehe. Da habe ich mir natürlich auch schon was rausgesucht. So ein kleines, ja, so eine kleine Auswahl. Und aber die klebe ich erstmal fest, damit das erstmal steht. Da ja genug Silber vorhanden ist, lasse ich jetzt mal die Nuvos in Silber weg. Und auch dieses Ivory Seashell. Ich habe mich jetzt entschieden für Weiß. Und das ist irgendwas mit Glitzer. Silver Moon Dust. Glitterdrops sind das. Und werde mich jetzt hier nochmal austoben. Ich habe, wie gesagt, die festgeklebt. Hier ist noch ein kleiner. Und da ja Weiß schon auf dem Designerpapier ist, werden diese gut dazu passen. So, das war Weiß. Jetzt nehme ich hier noch dieses Glitzerzeug. Ich hoffe, das passt. Obwohl hier unten ist der Glitzer. Dürfte eigentlich auch passen. Aber ihr Lieben, wir haben fertig. Jo, schauen wir uns das gute Stück mal an. Ich habe mit Absicht ein bisschen mehr gemacht, denn ich finde, wenn es so ein bisschen um Sterne geht, da kann es ja nicht genug sein. Sieht man gar nicht so gut in der Kamera wahrscheinlich. Auch doch, sieht man eigentlich noch gut, weil die noch nicht durchgetrocknet sind. Da sind die noch so ein bisschen weißlich. Die werden aber dann eher durchsichtig. Diese Glitzerdrops. Ja, da habe ich viele, viele kleine noch zwischendrin gemacht. Die weißen sieht man gar nicht so sehr. Man sieht aber schon eine Erhöhung, weil sich das gut in den Hintergrund einfügt. Und wie gesagt, noch die Pailletten. Sogar die beiden haben auch noch einen kleinen Glitzer-Nouveau abbekommen. Ich finde sie gar nicht mal so schlecht. Ich habe was vergessen, was ich im Kopf hatte, aber ist gar nicht so schlimm. Ich wollte den Rand noch embossen. Den wollte ich mit Versamark betupfen von allen Seiten und dann auch silbern machen, aber meine Güte, ich finde das eigentlich so schon ganz gut. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nachbasteln. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Feiertag. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da und ihr könnt auch jederzeit kostenlos abonnieren. Und ansonsten, wie immer, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Tschüss!